Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Durchgequatscht. Vielen Dank für das Feedback in der letzten Zeit. Ich habe versucht, das eine oder andere zu ändern. Unter anderem ist es jetzt so, dass ich mein Mikrofon nochmal lauter gemacht habe, weil viele gesagt haben, ey, die Folge sind ziemlich leiser. Ich hoffe, dass das jetzt bei dem Game Sound halbwegs klar geht. Das hatte ich jetzt noch einen oben drauf. Ich bin mal wieder auf der Top-Lane unterwegs. Ich wollte euch eigentlich ganz gerne mal Okay Jungle zeigen. Ich werde das wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Ihr könnt übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bei Durchgequatscht gerne sehen wollt. Ich zeige jetzt eine Iridia. Das Nah-Matchup ist eins, was man eigentlich ganz gerne nimmt. Ist ein Pick, der in der zurzeitigen Meta eigentlich nicht ganz so gut klarkommt. Das liegt daran, dass Iridia True Damage macht und True Damage wird vom Leben gecountert und zurzeit hat eigentlich jeder viel Leben. Tatsächlich ist es allerdings so, dass in der Solo-Queue so eine Meta relativ schwer ankommt. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Tank pickt. Zum Beispiel habe ich gesagt, ey, lass Triple Tank picken. Dann haben die Kane und Ludo gepickt und ich dachte mir so, ja gut. Hatte überlegt, ob ich Trundle gehe, aber ich glaube, das Nah-Matchup stelle ich mir ekelhaft vor. Muss sagen, ich spiele ja relativ wenig Toplane, also verzeiht mir den einen oder anderen Fehler. Aber ich versuche euch einfach nur ein bisschen über Items zu erklären und ein bisschen quasi über, wie spiele ich meine Lane. Was habe ich im Jungle? Ich habe Kane im Jungle. Kane ist, bis er sich verwandelt, echt ziemlich weak. Ist deswegen kein guter Early Game Jungler. Die Gegner haben Kragas. Kragas ist ein Jungler, der sehr, sehr gut in frühen Ganks ist. Dann gucken wir uns die Masteries an. Er hat Grasp of the Undying, ist für diese Trades gut, wo er mich einfach zwischendurch mal anhittet, während ich, mich für Fervor of Battle entschieden habe. Was gerade später nochmal bedeutsamer werden wird, weil ich da halt dann mehr Möglichkeiten habe. Man hat auf Iridia aus meiner Sicht auch andere Mastery-Optionen. Die Pros spielen allerdings, so wie ich es gesehen habe, ausschließlich das. Man könnte genauso gut auch auf Iridia Griffs gehen. Das okay, die Range ist krass. Habe ich mich hier allerdings dagegen entschlossen. Ich gehe jetzt für Q und habe scheinbar keinen Smartcast an. Das ist natürlich relativ anstrengend dadurch. Hotkeys. Da. Naja, was ihr seht ist, ich spiele unglaublich viel mit dem Busch. Und das ist etwas, was ich schon länger mal wieder vermitteln wollte. Wie wichtig der Busch auf der Toplane ist. Weil ihr verliert die Minion-Aggro in dem Moment, wo ihr ungesehen in den Busch reingeht. Gerade was kein so gutes Beispiel war, weil ich wurde gesehen. Und ihr könnt dadurch einerseits die Minion-Aggro immer wieder abgeben und andererseits seid ihr in der Lage, den Gegner keine Option zu gegen euch zu hitten. Was halt natürlich auch super wichtig ist. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Aber da ist der nächste Busch. Und schon bin ich wieder super happy. Oh, jetzt habe ich gerade gezeigt, dass ich den W geskillt habe. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Also ich wollte den E-Skill, aber ich wollte es eigentlich nicht zeigen. Bin ziemlich bad im Last-Hit mit Q. Hätte den W vorher aktivieren können, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber normalerweise sollte das kein Problem sein. Lass mich hier so ein bisschen pushen. Bisschen pushen. Was hauptsächlich auch daran liegt, dass ich jetzt ja den W habe und unterm Turret mit dem W halt W und Q ist super safe unterm Turret. Warum lasse ich mich pushen? Naja, das liegt einerseits daran, dass ich den Push fairerweise nur sehr, sehr schwer contesten kann. Interessanter Gank. Hab ich nicht kommen sehen. Dieses durch die Wände gehen zerstört ein bisschen mein Gehirn. Und Kragas halt auch stärker im Early Game ist. Ich weiß jetzt, der Spotside. Das heißt, ich könnte jetzt etwas machen, aber das lässt sich natürlich auch nicht immer jederzeit machen. Es wäre cool gewesen, wenn das mit denen in die Druid-Akku gejumpt wäre. Er hat leider nicht mehr HP als ich. Das heißt, ich kann ihn nicht stunnen, aber ich kann ihn slowen. Und wenn ich den W ab habe, kann ich ihn halt sehr gut trainen, weil ich jetzt mit Fire of Battle halt eben auch die zusätzliche AD habe. Das heißt, das sind genau die Trades, die ich will. Das sind diese langen Trades, wo ich oft auto-attacken kann und dadurch halt sehr, sehr viele Optionen habe, ihn auf die Nerven zu gehen. Das sind zumindest die Trades, die ich haben möchte. Das könnt ihr immer wieder machen mit Iridia. Dadurch habt ihr eine gute Option, die Gap zu closen. Wenn ihr einen Caster-Minion so prepared, dass ihr es mit Q killen könnt, habt ihr einen Free Jump auf den Gegner. Und das ist das, warum es wichtig ist, dass ihr am Anfang nicht die Nerven verliert. Weil wenn ich in den allerersten Levels quasi aggressiv reintrade, dann nehme ich mir die Chance, hierfür ein All-In zu gehen. Das ist jetzt übrigens ziemlich dumm von ihm. Ah, das war aber leider nicht so gut gelöst von mir. Ich glaube, ich hätte ihn da töten können, wenn ich es besser spiele. Ich lasse ihn jetzt eben nicht die Minion-Akku abgeben. Oh, ich habe leider überhaupt keinen Mana mehr. Fuck, Alter. Wenn ich 10 Mana mehr habe, gewinne ich da die Lane. Und zwar richtig hart gewinne ich sie da. Ah, super dumm.
Auch dass ich dann trotzdem von ihm weglaufe, weil ich hoffe, dass ich schnell genug Mana regge und dann nochmal kontrolliere und merke, okay, ich werde das Mana niemals in Time reggen. Das ist ziemlich frustrierend. Aber zwei Optionen, entweder ich TP auf die Lane oder ich TP nicht. Sieht nicht so aus, als würde das freezen wollen. Andererseits kann ich ihn vielleicht töten. Ich warte jetzt, bis er groß wird und sein Hämmern daraus hat. Aber das würde den Gefallen würde er mir wohl nicht tun. Okay. Also kein TP auf die Lane. Aber es tut mir jetzt schon ziemlich weh. Es war jetzt super unnötig. Ich hätte es besser spielen können. Das Problem war, er TP'd auf ein Minion und ich habe eine riesige Minion Wave. Das heißt, was ich machen will, ist ihn stunnen, weil ich ja weniger Leben habe. Und instant dafür sorgen, dass die ganze Minion Wave ihn angreift. Was ich auch zu Teilen geschafft habe. Allerdings nicht ganz sauber gespielt. Dadurch, dass die Minions erst, meine Minions erst seine Minions angegriffen haben. Er wird jetzt vor mir Level 6. Ist tatsächlich in der Lane nicht so schlimm, weil er kann ja sein Level 6 nicht immer einsetzen. Das könnt ihr genauso gut machen. Einfach reingehen, wenn ihr wisst, okay, ich habe ein Melee-Minion, auf das ich disengagen kann, mein Q. Ich warte einfach auf mein Level 6 und dann kann ich ihn töten. Ich bin für Sheen gegangen, das ist die Variante für mehr All-In. Muss jetzt respekten, dass er groß wird. Er will jetzt durchpushen und recoilen und ich will quasi die Wave verkleinern und ihn auf die Nerven gehen. Das ist so ungefähr der Stand der Dinge gerade. Und ich muss ein bisschen ihn mehr respektieren, als er mich respektieren muss, weil er kann mir jetzt einfach hinterherlaufen, groß werden, die Wave durchpushen und recoil. Das ist jetzt sein Plan. Das heißt, was mache ich? Ich sage, fick deinen Plan und nehme ein bisschen die Mini Wave hier entgegen und sage, yo, schauen wir mal, ob ich den nicht gefreeze kriege. Und jetzt muss er eigentlich stayen und er will nicht stayen. Und das ist eine Option, die ihr immer habt. Ihr könnt immer den Gegner, gerade wenn er TP so früh genutzt hat wie er hier, vorführen, indem ihr Minion Waves freest. Der Freeze ist mittlerweile in Competitive schon lange nicht mehr so wichtig, weil Cross-Map-Play sich einfach erhöht hat. Also, dass Leute dann irgendwo hin TP'en und Action machen und sonst was tun. Das Ding ist hier allerdings, dass er keinen Teleport hat. Das heißt, Cross-Map ist nur sehr eingeschränkt möglich. Und natürlich ist es auch Solo-Queue. Das heißt, er verlierte jetzt gerade extremst viele Minions. Ich kann diesen Nachteil, den ich dadurch hatte, dass ich meinen Teleport nicht genutzt habe, komplett ausnutzen. Der einzige Nachteil ist, ich habe gerade Teleport ab, er nicht. Und ich kann ihn nicht nutzen, weil ich kann nicht von dieser Minion Wave wegtippen. Wenn ich von der Minion Wave wegtippe, dann weine ich einfach, weil sie so groß ist. Jetzt kommt er wieder und er hat die Lane nicht verloren, soweit würde ich nicht gehen. Aber er hat jetzt das große Problem, dass er den schlechteren Recall hatte. Obwohl ich noch nicht TP'd habe. Ich mache jetzt übrigens mal mein halbherziges All-In hier. Weil ich ein bisschen chunken will. Ich will nicht, dass er mich unterm Turret so gut mobben kann. Was er jetzt halt auch überhaupt nicht mehr kann. Ich hätte es ein bisschen klüger angehen sollen, wahrscheinlich. Ich hätte ihn da irgendwann killen können. Wenn ich ein bisschen entspannter gezockt hätte. Oh, jetzt sieht jetzt mein Ping, ne? Ich kann ihn wahrscheinlich danach zone. Kann ich nicht. Ein bisschen viel Range. Muss jetzt hier den Ward reinstellen, damit ich nicht einfach nur gegankt werden kann. Die Midlane wardet leider überhaupt nicht. Als Toplaner merkt man nochmal erst, wie wichtig die Wards der Midlane sind. Jetzt wieder dasselbe Prinzip. Ich prepare einen Caster Minion. Dafür, dass ich dann durchjumpen kann. Oh. Bisschen stehen geblieben. War jetzt nicht schlimm, weil ich die Gap eh nicht mehr closen kann. Krass, dass der Boomerang mich nicht getroffen hat. Das sah für mich so klar nach dem Hit aus. Kragis ist Bot. Das heißt, ich kann noch aggressiver spielen. Wobei es schwer ist, weil ich ihn ja schon quasi auf Cooldown ins Gesicht springe. Aber das sind quasi die Trades, die ich jetzt nonstop nehmen kann. Hier nochmal für ein Extra zu gehen, war sehr, sehr greedy von mir. Ja, das war wirklich sehr, sehr greedy. Man könnte es auch als einfach schlecht bezeichnen. Oh, shit. Oh mein Gott, hab ich gemisst. Das ist ja witzig. Oh mein Gott. Oh, ich hab die Ult ab. Ich bin so ein Monkey-Kind, Alter. Oh mein Gott. Oh, ich hätte ihn so easy töten können. Oh, da kriege ich ja die Pimpanellen. Deswegen spiele ich Toplane selten, weil. Oder, nein. Na, sagen wir es anders. Das ist nicht der Grund, warum ich Toplane selten spiele, aber das ist der Grund, warum ich Toplane der Solo-Killer nicht spiele. Ich es einfach zu selten mache. Oh mein Gott, war das sad. So sad.
Freeze, please. Good job. Das war jetzt. Das war echt super traurig. Viele Dinge daran waren gut. Die ganzen Minion-Jumps und CC9 und dann der Re-Engage, weil ich eigentlich genug Damage habe, wenn ich zwei Autotags rauskriege und den Sheen-Proc. Oh, ich hätte die ganze Zeit Ult und ich hätte ihn so easy töten können. Ah, das ist ja echt traurig. Ganz cooler TP für mich. Was die Lane-Dominanz angeht, weil ich ihn halt jetzt zum TP zwinge. Wenn er jetzt nicht hier hin-TP't, kann ich das jetzt super lange freezen. Ah, wie traurig. Jo, ich freeze das jetzt hier scheinbar bis Mitternacht. Normalerweise müsst ihr immer den Teleport des Gegners timen, damit ihr halt in solchen Szenen wisst, okay, kann ich das freezen oder kann ich es nicht freezen. Hier habe ich das halt eben nicht gemacht. Und dann wird das halt genau zu so einem Nachteil. Irgendwie für so ein bisschen Mix-Item. Ich denke mal, er wird mit Phage auf die Lane kommen. Ich glaube nicht, dass er jetzt für Ninja-Tubbies geht, auch wenn es wahrscheinlich der bessere Buy wäre. Weil Leute irgendwie nicht so viele Ninja-Tubbies kaufen. Ich bin ein bisschen irritiert, dass er immer noch nicht da ist. Und ihr könnt halt immer wieder in diesen Busch reinlaufen, um den Minion-Acker abzugeben. Ah, der ist Bot, ne? Das macht natürlich Sinn. Dann hätte die Minion-Acker gerade wahrscheinlich anders machen sollen. Jetzt die Q noch gefailt zu haben, ist natürlich super bitter. Ich push das jetzt hart rein. Ich könnte jetzt genauso gut einfach das weiter freezen und sagen, Team, yo, rip you. Aber das war halt das Ding. Ich habe quasi jetzt einen Freeze gemacht in der Szene, wo er Teleport hat. Und dadurch geht er für den Cross-My-Play. Es wird jetzt trotzdem zur Folge haben, dass ich auf der Top-Lane super stark werde. Allerdings hat er über Turret First Blood natürlich auch einiges bekommen. Warte mal, ist das ein Support-Weiger? Ah, ist ein Support-Weiger. Ah, sehr witzig. Wird wohl ein Lane-Swap. Support-Weiger, der Bock hat zu farmen, scheinbar. Allerdings die Range nicht richtig respektiert. Oh, doch, tut er. Ich habe ein besseres Gefühl dafür als ich. Ich dachte, er wäre schon overstepped. Aber es hat knapp nicht gereicht mit meinem E. Muss jetzt aufpassen, weil was jetzt passieren wird, ist, dass die Botlane swappt. Oh, nein, die Botlane swappt nicht. Ich werde einfach so gegankt. Ja, es sind ja tolle Aussichten. Ich kann jetzt nur die Zeit rausholen. Ich komme hier niemals weg. Okay, das war überraschend, dass der von hier kommt. Dass ich hier den Pink Ward reinsetze, ist richtig. Das, was ich machen will, ist hier Pink Ward und hier ein Ward, damit ich sehe, wann Kog'Maw kommt. Damit ich weiß, wie quasi mein Zeitfenster ist. Das jetzt nicht geswappt wurde, hat mich quasi ein bisschen überrascht. Allerdings. Ja, ich glaube, das darf mich auch überraschen. Weil normalerweise muss man da halt swappen. Wanna swap. Okay, so und hatte keiner Ult. Bisschen strange, dass da Tristana trotzdem stirbt. Wow. Der Damage war echt ordentlich. Oh, der Weiger sollte genug Schaden für den Kill haben, aber Barrier verhindert das Ganze. Na, hat jetzt bis jetzt ein besseres Game gemacht als ich. Einfach durch diesen Botlane-TP, wo er First Blood Turret bekommen hat und dass er danach mich sofort wieder abfarmt. Unter die zwei Solo-Kills. Ich habe ihn zwar einmal gesolo-killt, allerdings danach die Plays danach verkackt. Das ist natürlich bitter, weil wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich jetzt Triforce. Normalerweise willst du Triforce quasi in die Items, die er jetzt hat, reinbauen. Weil du dann einen krassen Powerspike hast, wo er einfach noch gar nichts hat. Aber so ist das jetzt nur mittelmäßig möglich. Ich werde das hart pushen, um da Midlane ziehen zu können, aber ich werde das ohne Ult pushen. Weil ich Ult dafür nicht unbedingt brauche. Ich kann das auch so sehr fix durchpushen. Über den Q, der immer wieder resettet. Ich laufe jetzt Midlane. Tristana ist ein bisschen weit vorne leider. Also, vielleicht können wir das fighten. Ah, actually können wir wahrscheinlich nicht. Wobei, na, ist halt immer noch top, so. Wenn man die Gegner nicht so viele Kunde zu stayen. Die Krabbe kann ich mit eher stunnen, dadurch sollte sie recht schnell gehen. True Damage ist natürlich gegen Leute mit 1900 Leben jetzt auch nicht so super krass. Oh mein Gott, ich bin über einen Pink Ward eben gelaufen und hab's nicht gemerkt. Das ist ja traurig. Ich habe jetzt die Krabbe, dadurch hat mein Team Vision auf nah, wenn er jetzt roamen sollte. Das heißt, ich habe es recht entspannt. Er ist kurz davor, groß zu werden. Deswegen ist er auch hier gerade so mutig. Oder weiß, dass er gerade eine recht gute Phase hat. Ich müsste diesen Pink Ward irgendwann clearen gehen. Ich hätte ihn eben natürlich clearen sollen, aber ich war noch an der Krabbe dran. Und hatte kein so großes Zeitfenster, weil ich auch den Nahpush irgendwie beantworten muss.
Super schade. Ich glaube, man hat schon gesehen, warum Ireda gegner stark ist. Aber ich habe einfach zwei schreckliche individuelle Fehler gemacht. Und leider Daruta. What the hell? Oh mein Gott, dass er mich da im Q interrupted, ist halt super bitter. Eieieiei. The map is for Ponksies. Interessante Einstellung dazu, dass Syndra die ganze Zeit roamt und Orianna keine Pressure hat. You suck, what? Shut the fuck up. Das ist übrigens ein schönes Beispiel für ein Team, was ein bisschen toxisch ist. Ich ahne jetzt schon, dass das eine durchgefallene Folge wird. Aber weil ich... Also nicht, weil ich zu viele Fehler gemacht habe, weil davon würde ich mich erholen, sondern einfach, weil das Team jetzt so toxisch will. Eieiei. Das Team muss sich langsam beruhigen. Eieiei. Keep calm, boys. We still got this. Wir haben Lulu Tristana. Das ist jetzt ziemlich stark gekommen. Dann haben wir noch eine Orianna dahinter. Fucking retarded piece of shit. Eieieiei. Kein Report skaliert auch deutlich besser, als die meisten es wissen. Also er ist wirklich einer, den man im Late Game gut gebrauchen kann. Nahe Spot, das heißt, ich muss das Ganze ja nicht slow pushen, sondern hard pushen, um die Pressure für mein Team aufrechtzuerhalten oder überhaupt zu erstellen. Ich werde das Ganze jetzt hier auch wieder ult pushen, einfach damit ich noch früher Pressure habe, als ich sonst hätte. Problem ist, Syndra kann natürlich wieder hochziehen. Aber Syndra zieht lieber Bot. Okay. Ist nicht so worth für sie. Also klar, die kriegen dazu führt ein Kill nach dem anderen. Aber ich glaube, sie hätte eher den Top-Lane-Push beantworten sollen. Ja, das ist natürlich auch eine Lösung. Wie voll bist du denn? Du bist ja full life. Ach Mann. Okay, ich wollte surrendern hier. Ich werde das hier nicht surrendern. Auch weil es natürlich noch Dinge gibt, die ich hier weiterhin erklären möchte. Ich sehe, dass Kragas halt immer noch auf der Midlane ist. Das heißt, es gibt so eine Chance, dass viel in seinem Jungle up ist. Könnte er jetzt hingehen? Ich glaube, es könnte so ein kleiner Comeback-Fight werden. Okay, Kane hat jetzt nicht so viel Spaß gegen die Kameraden. Also das Flash ist wahrscheinlich nicht notwendig, aber ich gehe hier nicht kein Risiko ein. Keine Lust auf irgendwelche Flash in Syndra Place. Da kommt jetzt noch ein Kog'Maw. Normalerweise sollte ich auf den Kog'Maw easy engagen können. Allerdings bin ich natürlich jetzt nicht so super gut im Game. Und der mit seinen 4-2 schon näher. Ah, Tristana wird da nicht sterben, weil Ludo in Range ist. Schade, dass er allerdings nah aus der Turret gehauen hat. Alter Schwede. Ich will die Verfolgung weiter aufnehmen. Hab Kragas so ein bisschen gesohnt, weil ich glaube, dass Kragas das Ganze sehr, sehr simpel verhindern kann. Alter. Slow is insane. Das war der Kragas Q, den ich nicht sehen konnte. Das wiederum war jetzt nah. Okay, ich gehe für das All-In. Ah, oh, er hat mich outplayed. Rip my life. Ah, schöner Double Jump von ihm. Ist natürlich auch risky, wenn ich dafür gehe, weil ich halt nicht so... Also ich habe nur Trinity Force und ich spiele quasi in Black Cleaver und Ninja Tabis rein und habe selbst noch nicht die Ninja Tabis. Was tatsächlich ein ziemliches Problem ist, weil diese Gap, die entsteht, die kann ich nicht closen. Die wird halt immer wieder einfach aufgehen, wenn er es schafft, von mir wegzukommen. Normal, wenn du gleiche Boots hast, schaffst du es mit einer Rede eigentlich ganz gut. Game wirkt tatsächlich ein bisschen lost im Moment. Aber ich muss aufpassen, dass ich trotzdem nicht meinen Fokus verliere. Ich würde jetzt eigentlich gerne auf Syndra TP'en. Allerdings ist es gerade so ein bisschen blöd, weil ich erst einen 50 Sekunden Homeguards habe. Okay, ich laufe einfach mal auf die Midlane. Das sehen die leider nicht. Ah, Veigar stirbt da trotzdem. Aber er ist leider auch noch ein Execute.
Natürlich besonders bitter. Nicht so viel, was wir hier gerade machen können. Ich habe auch unterschätzt, wie schnell Narc groß wird. Ich dachte tatsächlich, dass es länger dauern würde. Ich weiß nicht, ob der schon wieder Ult hat. Zumindest nicht völlig ungewöhnlich. Oh, da wollte ich eh hin. Vielen Dank. Da kann ich halt mit der Ultimate die Minimum Wave nochmal ganz gut rausnehmen. Was in so einer Szene halt wichtig ist. Oh, jetzt ist Kopf mal auch noch da. Annoying. Sutter ist sofort hier hingemoved. Also die haben hier in dem Busch Vision. Und deswegen wusste sie, dass ich, wenn ich... In dem Moment, wo ich hier lang gehe, hat sie die Hoffnung, dass ich sie flanken will. Und sie geht hier hin. Aber wenn sie einfach hier stehen geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich eher in die Richtung gelaufen. So, diese kleinen Mindgames, die manchmal halt einfach schief laufen. Keine Ahnung. Aber doch kein Wort, um zu TPen. Wenn ich hier TPe, kann ich zwar hier rumlaufen, aber ich weiß ja, dass sie hier Vision haben. Vielleicht bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, es ist jetzt trotzdem ein Moment, wo wir das fighten sollen. Weil... Sutra ja schon so ein bisschen overstayed. Ach man. Aber dann ist Nah wieder da. Und er ist ja gerade einfach... Er hat halt die Hosen bei uns beiden übel hart an. Wenn er den trifft, dann laufe ich da wirklich Gefahr zu sterben. Okay. Ja, der Weiger-E ist leider der besten Disengage, die dieses Game zu bieten hat. Oh, schöne Nah-Ult. Nein! Der Feldstep war so dumm. Ich krieg den Kill, weil ich weiß, dass er nicht genau so in seinem E steht, dass ich mit dem Auto-Tech schon im Stun bin. Und kurz nachdem ich ihn töte, weil ich ja ohne Tech-Move spiele, sondern einfach nur klicke wie so ein Retard, laufe ich da rein. Einer der Szenen, wo man halt merkt, so, hey, Tech-Move ist besser. Naja, war ansonsten trotzdem gut dagegen, Weiger nochmal zu turnen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich quasi noch ein Schild kriege. Ja, war nicht so gut von der Tristana, aber der guckt mal, wird da trotzdem viel sterben. Und der Krager ist auch. Die trollen halt jetzt so ein bisschen rein, weil sie wissen, das Game ist gewonnen. Die sollen einfach aufhören. Ich bin auf dem Weg. Es gibt halt kein Szenario, wo der Kragas wegkommt, wenn die ihn jetzt nicht hart fighten. Nice. Oh, ich hab gar keine Ult. Und ich spam die da. Ach, diese eine... also Toplane ist natürlich eine Snowball-lastige Lane in so einem Matchup. Und ich habe halt diesen Heavy-Fehler gemacht. Wo ich halt einfach nicht gecheckt habe, dass meine Ult up war. Und das backfired halt ultra hart. Aber das ist halt auch gut, dass es backfired, weil wenn mein Gegner genauso reingedirbt hat, er hat auf Level 1 genauso reingedirbt. Oh, und als er dann auf die Lane tippt, das habe ich ja nochmal gemissplayed. Also ein Missplay bügelt ich quasi dadurch aus, dass ich ihn einmal gesolo-killt habe. Aber danach, du kannst halt nicht so viele Fehler machen. Und hoffen, dass du das Game noch gewinnst. Oh, wieder ein Flash bekommen. Oh mein Gott. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Ja, ich werde dafür auch sterben. Aber actually habe ich nochmal... Ich hätte nochmal rüberjumpen können zu den Wölfen. Thanks. Eieiei. Da ist aber jemand ziemlich sauer. Hat er nicht so viel Grund zu. Ich habe nicht das Gefühl, dass er ein wirklich gutes Game macht und er gewinnt das Game. Aber ich kann es auch nicht beurteilen. Vielleicht ist sein Game tatsächlich gut. Weiger Support ist halt nur wegen dem E stark. War der Zeit lang, als der alte Weiger E war halt komplett broken. Und die meisten von uns haben es nicht realisiert. In Korea wurde er als Support gespielt. Berechtigterweise. Ich bin ja jetzt wie ein Wild geworden, ne? Alter Schwede, der guckt mal 2-Damage. Haut ziemlich rein, wenn alle in diesem Game unterlevelt sind.
Oh, das war, da war ich close. Da hätte ich mich fast nochmal befreit. War ein schöner TP-Play. Endlich hatten wir mal einen Ward, der halbwegs sinnvoll stand, mit dem ich was machen konnte. Ich bereue es hier fast so ein bisschen, als ich für den Ninja-Tabis gegangen bin, weil der CC halt doch sehr neu ist, aber es ist nur Weiger und nah. Der Kreis-CC sind halt alles Knock-Ups. Dagegen kann ich eh nicht so viel machen. Ich gehe übrigens für Blade of Rune King, weil die Gegner zwei beefy Leute haben, denen ich auch Schaden machen will. Und Blade nicht völlig useless ist gegen Kog'Maw. Normalerweise könntest du ja auch Titanic Hydra gehen. Blade ist halt eher auf den Splitbush ausgelegt, was wir jetzt fairerweise nicht so viel haben. Also vielleicht war es eine Fehlentscheidung. Ich denke, da hätte man wahrscheinlich eher für Titanic Hydra gehen sollen, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn wir uns jetzt nochmal Luft verschafft, wir haben halt immer noch Lulu, Tristana und Lulu, Tristana und Orianna. Man merkt halt nicht so wirklich, dass das eine starke Comp ist im Moment, aber eigentlich ist es das. Ja. Wir haben halt dann doch zu viel Vision. Dadurch, dass der Weige sein E gewastet hatte, hatte ich die Hoffnung, dass wir da was machen können. Ich will jetzt die Botlane kurz rauspushen. Oder Farm. Ist es eher Farm? Wenn mich einer aus dem Team gefragt hätte, hätte ich natürlich gesagt, rauspushen. Aber ich werde es nicht rauspushen. Weil ich dafür keine Zeit habe, weil meine Teammates dann schon wieder alle tot sind. Und noch der andere drin. Er überlebt echt lange. Und wenn er den Play macht, wenn ich da bin, hat der Play sogar einen gewissen Sinn. Ich gehe da für den ADC und ich töte ihn, wenn ich Blade aktiviere. Das ist traurige. Excuse me. Aber ein bisschen random, weil die sind gerade beide gestorben, weil ich Botlane splitten war. Wieso habe ich das hier einen Flame Wiper draußen lassen? Ich habe da nicht viel mit der Mut. Ein bisschen unlucky. Naja, also das Game wurde verloren. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was gelernt. Leider zwei gravierende individuelle Fehler, sogar drei. Dann habe ich quasi dreimal gesolo-killed. Das kratzt natürlich an meinem Ego. Ich werde das Ganze, wie gesagt, trotzdem hochladen. Eben dafür ist der zweite Kanal ja da. Gebt mir weiter gerne Feedback in die Kommentare. Ich fand übrigens, der war zumindest echt cool so. Der Rest war ziemlich toxic und hätte keinen Honor verdient. Aber hey, in solchen Szenen musst du einfach den honoren, der am wenigsten schlimm war. Guckt uns den Damage an. Na, hat mich outdamaged. Ich habe trotzdem meisten Damage in meinem Team, aber ich bin auch neunmal gestorben. Kein gutes Game von mir. Hoffe, ihr habt es trotzdem genossen. Schreibt mir in die Kommentare. Tschüss, bis bald. Euer Johnny.